Eigelb, Eiweiß, Vollei, Eigelb, was dann ins Vollei kommt, weil das beides ins Marzipan kommt. Große Erläuterung. Und für ein klassisches Ei berechnet man gesamt immer 50 Gramm. Und davon sind dann 30 Gramm Eiweiß und 20 Gramm Eigelb. Nicht hundertprozentig, aber ungefähr so rechnet man immer, wenn man die trennen muss oder wenn man sie halt einschlägt. Und ich muss jetzt nochmal kurz gucken, wie viel was. So. 210 Eigelb, 150 Vollei. 150 durch 30. Falsch, warum? 250 Eiweiß und 210 Eigelb. Und 150 Vollei. Also vorher sind im Prinzip drei Eier. So. Eigelb durch. Jetzt führe ich erst mich und dann euch. Andersrum. Eiweiß, also 250 durch 30. Das sind 30, 90, 180, 210, 240, eigentlich 6,5, 6,5 Eiweiße, also 7 und 20 Wasser. Oh Gott, warte. So Kopfrechnen ist schon ein bisschen anstrengend. Auch wenn ich Kopfrechnen eigentlich relativ gern mache, aber sowas ist immer anstrengend. 210 durch 20. Das sind 10,5. Sehr schön. Also muss ich 7 kann ich in beide reinschlagen und dann nochmal 3 Eigelb extra dafür und dann nochmal 3 extra für das. Okay. Okay. Ich weiß nicht warum, aber sieht man das? Ich kann irgendwie mit diesem Messer am besten die Kuvertüre klein machen. Und dazu fällt mir ein. Es gibt ja jetzt diese ganz tollen Firmen, die die sogenannten Kuvertüre-Mix rausbringen. Das sind einfach nur Kuvertüre in ganz kleinen Tupfen, sage ich jetzt mal, ausgekühlt. Ich kann euch das gleich anhand der Kakaobutter zeigen. Ja, du hast halt ganz viele kleine Blättchen, sage ich jetzt mal. Auch wenn es korrekterweise keine Blättchen sind, aber scheiß drauf. Und es ist dann natürlich besser zu portionieren, weil sie sich auch besser auflösen als so ein fettes Stück. Aber das ist so unnötig teuer, Alter. Ich meine, ich kenne es von Arbeit. Aber du brauchst es zu Hause nicht. Du hast dann doch mal die Minute, die scheiß Block hier klein zu schneiden. Und das ist jetzt echt nicht schwer. Also. Solange ihr jetzt nicht wirklich damit arbeitet, also euer Hobby auch eine wichtige Einnahmequelle ist und ihr eben das Hobby Backen habt, und dann lasst einfach diese Rätverstellung. Ich verstehe es für Arbeit, wenn du wirklich massenweise das brauchst, für zu Hause also. Wenn ihr kein Geld habt, ich nehme es gern an. Viel Spaß beiseite. Und
da mache ich sozusagen Raspelkonsistenz hier einfach von dick nach. Leuchtet, wenn es angeschlossen ist. Es spricht mit mir. Thank you.
Nochmal zwei wichtige Hinweise. A, bitte bereitet die Form vor, die ihr dann halt in den Ofen schmeißt. Weil gerade solche Sachen, wo ihr Eier getrennt benutzt und dann im Regelfall halt Eiweiß aufstaat und darunter hebt oder Sahne runterhebt oder so. Oder einfach besser allgemein bei jedem lassen. Abfüllen und sofort in den Ofen nicht großartig stehen lassen, weil. Wie gesagt, bei empfindlichen Sachen wie Eiweiß oder Sahne, das kann euch wieder zusammenkrachen. Und dann könnt ihr die Masse eigentlich noch so gut gemacht haben, wenn die zu lange steht, dann habt ihr Arschkarte. Das ist immer so eine Sache, die man da leider zurückbekommt. Und auch wenn man ungeduldig ist, bitte öffnet den Ofen nicht vor der angegebenen Zeit im Rezept. Weil auch wenn wieder solche empfindlichen Sachen drin sind oder man. Ich sage jetzt mal komplizierter, die Masse zubereiten muss, als wir zum Beispiel in der Sandmasse, dann könnt ihr euch wieder zusammenklatschen. Das beste Beispiel dafür ist einfach Brandteig. Wenn ihr da zwischendrin den Ofen öffnet, die Person, die das gemacht hat, wird euch töten. Weil dann ist im Regelfall das Eiweißgerüst noch nicht, beziehungsweise das Eiergerüst, das ist ja nicht getrennt, das Eiergerüst noch nicht stabil genug, dass es in dem Sinne diesen Luftentzug aushält und dann klatscht euch das zusammen und dann bringt das auch nichts, wenn ihr das vorher voll toll abgerüstet habt oder so. Also bitte einfach auf die Zeiten achten, die da angegeben werden. Das ist wirklich sonst fucking ärgerlich. Das ist meine Brotbüchse. Eine wunderschöne Brotbüchse, wo schon hier das Schneebittchen verblasst ist und dann dieses wirklich Dreieckmuster aus weißen und freien Stelle. Aber am besten sind einfach diese Flügelhälterchen hier. Die kannst du halt reinklemmen und dann ist fest. Klasse, Biniflügel, ist das nicht Zucker? Das ist mega schade, dass der Aufdruck langsam fast weg ist. Ich habe die Box vielleicht 2 bis 3 Monate. Aber ich benutze sie halt oft. Und ich habe sie ehrlich gesagt auch schon irgendwann ungewollt gecrashed. Ich weiß nicht, wie das hier zustande gekommen ist, aber sie funktioniert weiterhin. Und ich werde sie weiterhin benutzen, bis sie mir in tausend Einzelteile auseinanderfällt. Weil sie ist wunderschön. Es ist eine Eulenbrotbox, okay? Ich liebe Eulen, Alter. Ich liebe sie. Ich habe übrigens auch schon mal eine Motivtorte? Ja, Motivtorte gemacht, wo im Prinzip halt einfach nur der Kopf war. Ich spende die euch gleich. Vorher noch nicht gemacht. Aber es hört sich so ähnlich an wie die bayerische Creme, die ich zuerst überlegt hatte vorzuzeigen. Aber dachte mir dann, ach scheiß drauf, du machst heute mal eine Fruchtmus. Und ja, sollte hoffentlich klappen, denke ich. Halt Zucker, was sonst? Gelatine, kaltes Wasser zum Einweichen, Schlagsahne, Eier, beziehungsweise 90 Gramm Eiweiß. Was ich noch über habe von dem davor, weil ich ja gesagt habe, ich schlage 7 Eiweiß ein. Also ich schlage 10 Eier ein, davon sind 7 Eiweiß fürs Dings. Die 3 stelle ich beiseite und der Rest Eigelb brauche ich. Passt ja. Ich werde trotzdem sicherheitshalber nochmal eins extra trennen,
Für den Fall, dass es vielleicht einfach zu kleine Eier waren, du weißt. Und halt die besagte Frucht, was in meinem Fall Banane wird. Ja, ich bin echt gespannt, ob das was wird. Ich hoffe, hoffe, hoffe es, weil ich habe so einen relativ simplen Torte vor Augen, also die jetzt nicht so schwer ist. Wirklich, der Boden ist nicht so schwer, wenn du es einmal drin hast. Und ja, wir werden sehen, was rauskommt. Ich habe etwas im Kopf. Ich habe es mit Absicht nicht aufgezeichnet, weil sonst sieht am Ende das Gezeichnete schöner aus, als das, was rauskommt. Und das ist dann doch deprimierender. Die Mousse sollte eigentlich ganz einfach funktionieren. Das entsprechende Obst verkleinern, zerstampfen, kurz erwärmen für die Gelatine. Aber bitte Vorsicht, nicht mehr als körperwarm, weil sonst stirbt die in dem Moment, wo ihr die reingebt, weil es einfach zu warm ist. Sahne aufschlagen, Eiweiß aufschlagen. Ja, ich werde jetzt sehen, was passiert. Scheiß Eiweiß hat sich einfach nicht aufschlagen lassen. Und du hast halt am Rand gesehen, dass es immer kriseliger und flockiger wurde, sprich, irgendwas dachte sich so, fuck you, no. Also, wollte ich die Scheiße jetzt letztlich in den Ausguck kippen und da bist du neu drin und neu anschlagen. Alles nochmal extra abgewaschen, um sicher zu sein, dass keine Dreck- oder Fettreste dran sind, weil die das nämlich killen können. Und jetzt nochmal neu drin. Boah, hab ich kurz an. Da schien es mal so, als würde alles klappen. Dass ich zwar schon wieder Stunden in der Küche stehe, scheiß drauf. Aber dafür hat es wenigstens geklappt beim ersten Mal. Aber hey, niemals zu früh freuen. Die Lehre meines Lebens. Naja, ich hoffe, jetzt klappt es wenigstens, ansonsten gebe ich auf. Keine Ahnung, was das dann wird, kein Muss jedenfalls, aber dann mache ich halt den Rest alles zusammen. Und ja, eine letzte Chance. Ich hoffe, es wird was. So, wenn ihr Eiweiß aufschlagt, gut gemeinter Tipp, ein Spritzer Zitrone ran. Ein ganz mini bisschen Salz. Der einfache Grund ist, die Säure und das Salz beschleunigen. So sollte es aussehen.
Das Zeug ist so gut, dass es hier steht. Sitz wackelt und hat Luft. Alter Verwalter. Ja, also keine Ahnung, was ich davor falsch gemacht habe, ehrlich gesagt. Aber jetzt wurde es wirklich alles. Ich glaube, ein bisschen zu lange hat sich jetzt auch dran. Naja, war mir jetzt lieber als die Scheibe davor. Das wird schwierig. So, ich weiß nicht warum. Aber mein Bananenpüree gleicht jetzt einem Teig von Konsistenz ja wirklich fest. Aber nochmal, das ist mega irritierend. Ich werde jetzt mal zum Versuch Milch dazugeben und ein Rührgerät vorsichtig rühren und hoffen, dass es so wieder auflockert, damit ich den Rest dazugeben kann. Weil so ist es definitiv zu fest. Viel zu fest. Viel, viel, viel zu fest. Warum kann ich einfach mal was klar? Man kann einfach kein Fruchtpüree hier für Otto Normalverbraucher kaufen, die Wichser. Großartig aufhetzen kann ich es jetzt auch nicht, weil wenn es zu warm wird, zerstöre ich die Gelatine, die im Prinzip für die Festigkeit sorgt, nach dem Kühlen. Wisst ihr, was Backen ist? Temperaturmatte, Alter. Aber so volle Lotte. Du musst immer an die verfickten Temperaturen denken. Weil ich soll zuerst die Gelatine runternehmen und dann weg ist. Okay, jetzt kann ich es mir eher vorstellen. Ich hoffe, es ist jetzt noch nicht zu kalt. Ja, das passt. Fick dich doch. Es ist eigentlich eher zu warm. Boah, ist das denn ernst? Ich überlege gerade, ob ich die Sahne zuerst mache, sozusagen zum Runterkühlen und dann den Rest. Scheiß drauf. So, und jetzt kommt der spannende Moment mit der Gelatine. Ausnehmen. Seht ihr das? Das ist eine Mischung zwischen durchsichtigen Gummibärchen und, also durchsichtig und Ananas irgendwie. Hier ist es aufgequollen, es ist labbrig. Das sind Gummibärchen. Das sind einfach Gummibärchen. Und ganz wichtig, wenn ihr das dann habt, vorsichtig ausringen. Es soll möglichst keine freie Flüssigkeit mehr an ihnen vorhanden sein, bevor es jetzt hier runterhebt. Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, ob das was wird. Das wird ein Experiment für uns alle. Aufgelöst. Ich hoffe wirklich, es war nicht zu heiß. Davor habe ich ein bisschen Angst. Dann kommt jetzt schon mal der erste Schwung Eiweiß.
das Eiweiß ist definitiv zu fluffy shit. Ja, mal sehen, was am Ende rauskommt, ne? Ich hab Angst. Ich hab richtig Angst, Leute, Alter. Ich verstehe das nicht. Gerade eben beim Kuchen habe ich es ja auch zuerst mit der Maschine gemacht und hat das wunderbar geklappt. Konnte ich problemlos das Eiweiß aufschlagen. Aber jetzt, da ist mir das so abgekackt. Ich weiß nicht, wie das scheiße aussehen muss. Deswegen ist das gerade so. Ist so gerade richtig oder ist das am Ende alles umsonst? Naja, ich tue es jetzt einfach mal so. Einkippen. Es ist so wieder noch. Ich hatte ja zuerst Angst, dass es zu wenig ist, aber an sich ist die Menge eigentlich voll okay. Okay, es klatscht nicht ganz zusammen. Okay, jetzt nehme ich mir zwei Gläser, weil ich halt brauche ein bisschen, wie es wird. Also wird das einfach ein Dessert. Testdessert. Ich hoffe echt, das schmeckt am Ende. Auch wenn ich farblich die Komponenten in der echt anders. Das hier eigentlich mehr so pastellgelb, wo ich dann nochmal mit Lebensmittelfarbe ein bisschen. Oh, das hätte ich reingehen können. Ein bisschen gelb. Ach, fickt euch doch. Kommt jetzt in den Kühlschrank und dann sehen wir weiter, wie es wird. Oh. Ich würde eigentlich, das ist so pastellgelblich, wird so oben und dann unter dem. Ja, ist mir egal. Es ist zu spät. Das ist immer, wenn man so planlos rangeht wie ich. Und dann immer in den Momenten, wo man es. Oder nachdem man es hätte machen müssen, merkt, oh fuck, da war ja noch was. Wenn am Ende die Mousse wirklich eine Mousse ist, bin ich unglaublich glücklich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil ja, ich habe das Eiweiß wirklich ein bisschen zu lang gemacht. Es ist fast schon flossig. Es ist noch verwendbar, aber es ist fast schon flockig. Also zu lang geschlagen. Schrägstrich, überschlagen. Ein einziges Experiment wie immer. Nun nochmal einen kleinen, aber feinen Hinweis wegen Schneiden von Boden. Also ich immer sehe, dass die meistens mitverwendet wird. Aber bitte schneidet sie ab. A, ihr könnt das naschen und jeder andere, der unbedingt schon kosten will. Aber B, was einfach der Hauptgrund ist, auf dieser Haut haftet nichts. Egal, ob ihr in meinem Fall Buttercreme oder wenn ihr Sahne verwenden wollt oder keine Ahnung was. Das haftet da nicht drauf. Und das wäre dann halt echt schade, wenn es dann so auseinanderflatscht. Und ansonsten beim Schneiden, großes Messer. Ich habe wohl gemerkt, eigentlich das Falsche. Ich weiß, wie mein Sägemesser aussehen muss. Ich habe es auch zu Hause. Ich habe mir irgendwie das da angewöhnt, weil wenig Platz. So ein Sägemesser ist halt eigentlich größer als der Boden oder mindestens genauso groß, wobei das dann auch schon wieder schwerer wird. Damit du halt wirklich in einen Zug komplett durchkommst und nicht wie ich hier dann zum Teil da das drin verschwindet. Ansonsten halt die eine Hand dreht den Kuchen und die andere macht einfach nur schöne segende Bewegung. Ist eine reine Übungssache. Ihr kriegt das auch hin, wenn ich das geschafft habe, glaubt mir. Für die Französische wird eben wie im letzten Video schon erklärt, ja, ihr könnt gerne da vorbeigucken, voll einfach halt geschlagen.
einfach auf dem Wasserbad und dann wirklich die ganze Zeit rühren, weil sonst bekommt ihr durch den Zucker halt süßes Yay! Braucht man nicht. Wobei jemand auch, der eigentlich recht bekannt ist, in seinem Blog mal geschrieben hat, bei warmem Kaltschlagen soll das Ei auf circa 80 Grad erhitzt werden. Ich weiß gerade nicht mehr die genaue Zahl, aber nein, niemals. Maximal 40. Alles darüber ist dann schon echt kritisch, weil dann kriegt ihr, wie gesagt, süßes Rührei und dann könnt ihr das nicht mehr für die Masse verwenden. Also einfach den Finger zwischendrin immer wieder rein und wenn ihr merkt, okay, körperwarm oder wenn ihr wie ich jetzt halt frisch einnehmt, gut, seid ihr auf Arbeit, ihr werdet frisch einnehmen, dann kann es auch ruhig etwas wärmer sein, aber übertreibt es nicht. Wie gesagt, Rührei bringt euch nichts. Ich weiß nicht mehr, ob das schmeckt. Das ist eigentlich fast schon wieder ein Versuch wert, das zu probieren. Und dann ganz schnell in die Maschine zum Kaltschlagen. Ich weiß nicht, ob man auf der Aufnahme sieht, aber mein scheiß Handy ist mir ernsthaft in die Eimasse gefallen. Aber es lebt noch. Es ist ein wunderbares Handy. Ein Respekt gegenüber Sandy, aber ich habe mich bisher eigentlich mehr für ihre Farbpaste versteckt. Auch wenn ich selbst immer von Pulver, Flüssig oder Paste, klar, die Farbpaste favorisiere, aber ich war bisher nicht wirklich überzeugt, sie zu kaufen. In dem Fall war es einfach so, ich habe Kaufland, nein, ich werde nicht bezahlt, sadly, kein Gelb sonst gefunden. Also dachte ich mir so, okay. Nimmst du einfach mal das Ding. Ich meine, das wird jetzt nicht, tut mir leid für die Formulierung, aber so scheiße sein, wenn das immer noch produziert wird. Aber es tut mir leid, I'm not amused. Also, ich habe dann später einen Farbunterschied gesehen. Also, als ich es dann auf die gekühlte Totenkörper gestrichen habe. Aber ansonsten war es so gefühlt nix. Das, ja. Da bestelle ich dann doch lieber weiter meine Sets aus dem Internet. Tut mir leid.
Darf ich vorstellen? Big Mama. Anders werden meine Kuchen jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gemacht. Aha. So, die wahre Schönheit ist das jetzt nicht, weil ich auch anmerken muss, es war nur gekühlt, also Kühlschrank. Eigentlich frostest du die Torten und dann schmeißt du sowas rüber. Ist zwar dann auch tricky, aber ein bisschen sicherer als da, weil, wie ihr vielleicht gesehen habt, die Butter weggeschmolzen ist. Naja, das schmeiße ich dann gleich zur Deko rüber und noch was Drittes, was ich dann aber nachträglich mache, weil ich es vergessen habe, jetzt vorher zu machen. Aber ich würde sagen, beenden wir erstmal die Scheiße und sehen, was rauskommt, ne? Die, die gern färben und die es nicht tun. Ich tue es nicht. Es sollte eigentlich nur eine Farbe werden, aber ja. Mal sehen, ob es am Ende wenigstens so aussieht, wie ich wollte, formtechnisch. Die fertig Big Mama. Ja, Marzipanfärben und ich wären nicht die größten Freunde. Die scheiß Rose dachte sich so, fuck you, und ist runtergeputzelt. Und ja. Ich sag's mal so. Dadurch, dass ich mir gerade sowas selbst irgendwie einknickern muss, die Blüte hätte schlimmer aussehen können. Sieht zwar auch ein bisschen aus wie hingerutzt, ich will jetzt nicht so schön reden, aber es ist okay. Man kann es ansehen. Und Staude, glaube ich, heißt das, habe ich einfach nur mit Garnisch nochmal überzogen, weil ich wollte, das ja, sieht schöner aus. Da. Ich weiß nicht, wie war es danach, die Spitze mit Garnisch einzudüfteln, so dass es nicht nur komische Marmoroptik ist. Also, es ist jetzt nicht mal so schön Marmoroptik. Ich habe zuerst rot ausprobiert, dann habe ich blau ausprobiert. Nee, warte, ich habe zuerst rot ausprobiert, dann habe ich lila ausprobiert und dann habe ich blau zuletzt. Und blau hat sich am meisten durchgesetzt. So, weil ich das auch ehrlich gesagt am meisten da hatte. Egal. Anschnitt seht ihr gleich. Ja, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens Spaß beim Zusehen. Und ich hoffe, man sieht sich einfach im nächsten Video wieder, egal ob jetzt backen oder zeichnen. Ne? Bye bye, Big Mama. Ist auf jeden Fall
essbar. Es ist wirklich schade mit dem Fruchtmus, dass er so kacke wurde. Jetzt weiß ich fürs nächste Mal. Da musst du noch ein bisschen rumtüfteln. Ciao, ciao. Ich hoffe, es sieht gut aus. Okay, das war schief. Scheiß drauf. Was machst du? Probier, schneid noch ein Stück. Na, vielleicht ist die Mousse zu schwer. Von innen aber auch aus. Sie kommen wir schon, okay. Ja, dann schneid noch ein Stück raus, dann sieht man es vielleicht besser. Was machst du, Torte? Ja, dann. Ja. Warte, ich komme mit. Das ist schon mal ansehnlicher. Ja. Aber das Bananenmus sieht aus wie, ja, Leberwurst. Ein bisschen Leberwurst. Aber okay. Monster von innen. Wie ein kleiner Vulkan. So. Jetzt muss es nur noch schmecken, ne? Warte, ich will die Blumen mal von innen. Ach so. Blümchen. Kommt mehr Licht hin. Diese, ja, die kleine Arschgeige ist schon wieder runtergefallen. Die habe ich gerade eben nochmal schnell gefixt. So, und jetzt mache ich auf Stopp. Ja.